Jo Freunde, in diesem Guide holen wir uns dieses schöne Outfit für Eve, es heißt Punktop und befindet sich im Gebiet Eidos 9. Dort kommt ihr am Ende des Spieles hin, wenn ihr den Fortschrittsbalken von Lily auf 100% gefüllt habt. In Eidos 9 müsst ihr erstmal 3 Kokons zerstören. Und ich habe hier eine Stelle nach dem 3. Kokon ausgesucht, hier steht Car Wash, da müsst ihr automatisch während der Story hin, nach dem 3. Kokon ist das ungefähr, also ein bisschen weiter, und dann lauft ihr hier runter ins Parkhaus rein. Also erstmal hier die Treppe und dann bis zu dem Lager, das könnt ihr dann aktivieren. Und danach laufen wir weiter nach unten ins Parkhaus rein. So, hier bei der gelben Markierung geht's rein und dann einfach hier geradeaus. Natürlich sind hier noch Leichen und alles, was ihr plündern könnt. Also schaut euch da ein bisschen um, bevor ihr eben weiter rennt. So, dann geht's hier hoch. Hier sind auch noch Gegner, ich habe sie natürlich alle getötet und damit das Video eben kürzer wird. So, hier lang geht's dann. Auf der anderen Seite war noch eine Kiste, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber schaut euch da bitte um. Und dann klettern wir hier aus dem Fenster raus. Na, hier kann man sich ranhangeln. Ja, so jetzt. So, und dann geht's ab nach links. Und von hier springen wir wieder nach links. Ich musste loslassen und dann in der Luft springen, damit das geklappt hat. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so sein wird. Probiert es einfach mal aus. Und dann geht es hier weiter und dann runter und gleich sind wir beim Anzug. Einfach nochmal hier schnell runter. Zack. Und da vorne sehen wir schon eine Kiste. Und dort ist der Punktop drin. Ja, ich habe trotzdem nochmal gescannt, um zu gucken, ob da noch was anderes ist. Aber da war nichts, nur das Punktop. Ja, öffnet die Kiste und dann könnt ihr den Anzug herstellen. Ja Leute, und das war's auch schon mit dem Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier zuzuschauen. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Stellar Blade Guide. Also macht's gut und bis bald. Bye, bye.